Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum nächsten Part und dann gehen wir mal wieder in den Turm von Ishal. Das zweite Mal. Ah, da vorne ist er. Dies war knapp. Und da schickt er uns seine Verbündeten auf den Hals. Irgendwie, glaube ich, hat er Angst vor uns. Oh Mann. Alistair war nicht so flott. Da kommt nicht auch ein dicker Ogre mit. Halleluja. Okay, das wird jetzt übel. Das wird jetzt richtig übel. Wie mache ich denn das? Den Ogre. Irgendwie anvisieren. Den betäuben. Den Ogre kommt schon. Verdammte Axt. Ich muss ihn heilen. Wer ist da? Was machst du? Mit dem Ogre, verdammt. Ha, geschafft. Ogre geplättet. Irgendwie fallen die gerade ganz schön schnell. Aber irgendwie ist das Gefühl, die haben nicht viel Lebenspunkte. Gott. War aber auch ein ganz schöner, gewaltiger Haufen von Gegnern, die uns da mal entgegengestürmt sind. Das ist eine Sache, die ich einfach an Dragon Age liebe. Diese Horde an Massen, die man da schön plätten darf. Immer wieder schön anzusehen. Oh, was haben wir denn da? Sind sie durchgebrochen? Alles klar, dann auf dem scheiß Magier da mal hinterher. Da sind sie. Okay, das war barrikadiert. Dann warten wir mal, bis sie zu uns kommen. Wir erwarten sie. Na, komm schon, gib ihm. Ah, direkt mit Kopf ab. Schön. Schönes Ding. Also, die Dinger sind gerade One-Hit-Down. Was geht denn hier ab, ne? Okay, macht vielleicht Sinn, weil es einfach unendlich viele sind. Heilige Scheiße. Also, ein dicker Bär dabei. Der übernimmt nicht mal. Ist da. Morrigan, du kannst mir mal ein bisschen helfen. So, warum wir jetzt graue Wächter bekommen haben, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, wenn man eine bestimmte Anzahl an Punkten gut gekillt. Alter, sag mal, die haben ja null Lebenspunkte. Was ist denn hier los? Dauert nur einen Moment. Dreckhaufen, zack. Noch ein bisschen was. Waffen haben sie da. Oh, den Nackhammer haben wir bekommen. Digga, zweihändiger. Streitkolben. Oh, er ist in dieses Loch und hinunter in die Tiefe. Ich will mir überhaupt nicht vorstellen müssen, wohin es führt. Alles klar, also wir könnten nun in Richtung des Loches uns mal begeben. Was wir schon beim ersten Durchgang gesehen haben, wo sie halt auch alle herkamen. Hm. Die Tür haben sie blockiert, also da kommt man immer durch. Und dann begeben wir uns doch mal durch das Loch. Der dunklen Brut in die Tunnel hinterher, was glaube ich keine so gute Idee ist. Also ja, richtig noch runter. Mein Lieber. Die haben ganz bestimmt nicht die Dunkel gebaut. Da hinten haben wir eine zerbrochene Truhe. Aha. Der Genlock hätte einem darauf Aufschluss geben können. Der Tote da vorne. Ich bin auch da anscheinend schon mal ein Fest angegeben.
Elendiges Spinnengetier. Ja, ein Soldatenhelm. Ja, gut. Etwas Schöneres drin sein können. So, nach links. Nach rechts geht hier leider nicht. Dann eben nach links. Die alte Architektur hier. Wunderschön. Oh oh. Warum sind da jetzt überall Spinnen? Zu wenig. Oh verdammt, eingenetzt. Helf mal einer hier, Morrigan. Scheibenkleister. So spät. So schnell geht das. Yes. Noch. Sieht irgendwie schon tot aus. Hat gewusst, dass es stirbt und hat sich einfach freiwillig schon so hin getötet. Auch nicht verkehrt. Kann man haben. So, Leianas Lied ist mal wieder wichtig. Hallo. Fernkampf aktivieren. Elfenpfeile. Die sind nochmal ein bisschen stärker als die sonstigen. Da haben wir wieder Schutt. Wahrscheinlich haben wir gleich wieder Begegnung mit den anderen dämlichen Spinnentieren. Zwischen Safen, Tunnel in der dunklen Brut. Ja, ja. Der andere Tunnel. So, Gerlock platt machen. Verdammt. Bam! Kapter Gesandter. Ach, shit. Ich kann mich nicht heilen, um den Preis. Ja gut, das war mein Todesurteil. Da kann man nichts dran ändern. Das gibt's doch jetzt nicht. Der Einzige, der lebt, jetzt ist, oder was? Babsäckel. Also mir echt alle anderen blöd gemacht. So, du bist jetzt aber mein. Komm schon, Elster, gib. Vollgas. Und noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Ja. Finishing Move. Und den Genlock noch. Kleine Rache. Komm her. Shitschlag. Zack. Der liegt down. Scheiße, ich muss schon jetzt noch extra dafür heilen. Komm schon, ein Schlag noch. Finishing Move. Wir alle Leute wieder. Sagen wir das ein. Rundumschlag und ein bisschen Kleingeld erhalten. Ich frage mich, was da noch auf uns zukommt. Bei diesem Ding, was da immer wegrennt. Gehe nicht davon aus, dass es das jetzt schon war. Aber ich habe gleich keine. Ja. Kits mehr. Das ist schlecht. Also Heilungskits. So, Morrigan. Zwei gleich wegmachen. Zack. Bereit und wild. So. Nochmal ein kleines Zwischenspeichern. Und dann auf nach rechts. Und da oben geht es wieder zum Schlachtfeld hinaus. Also hat die dunkle Brut uns doch komplett was umgangen. Aber gern. Dann war das zumindest kein Verrat von Logan. Betrachtet es als erledigt. Erledigt. Wenn wir wirklich. So, betäuben wir nochmal. Eppa. Mist. Mist. Elster, hol mir das scheiß Fieder runter. Alter. Wenn wir legen würde, so ein scheiß Vieh würde hier rumhocken. Durchdrehen. So. Morrigan gleich mal. Geist schon. Zack. Das Ding da hinter uns betäuben. Sehr schön. Den Eis sind die irgendwie besonders anfällig. Immer noch so ein Elite-Vieh. Und das ist auch dann hinüber.
frage mich immer, wie die diese Spinnen kontrollieren können. Ja, das hatten wir schon, stimmt. So, gibt es da unten noch irgendetwas, das uns nutzen könnte? Nein. Dann sammeln wir die Gruppe und ziehen nach oben aufs Schlachtfeld hinaus. So, da angekommen. Nochmal zwischenspeichern. Wer weiß, was hier vorne uns gleich erwarten wird. Oh. Dieses Mistvieh hat den Oger wiederbelebt, den Duncan niedergestreckt hat. In dem stecken nämlich noch Duncans Schwerter drin. Das ist jetzt ein bisschen bitter. So, irgendwie sollte ich gucken, dass ich rüberkomme. Hinter ihm ist da. Da. Ui. Das ist jetzt blöd, da kommen auch noch schlurfende Tote. Ich versuche mal mit Morrigan hauptsächlich den Ogre zu schädigen. Auch halt einfach mal mehr Zauber unnütz. Warum sie jetzt auch ausgerechnet wieder hierher kommt, das weiß ich auch nicht. Und warum ich so viel lange brauche, denke und Tote. Das ist mir auch fraglich. Ich muss mal heilen, und zwar ihn da, sie kriegt mal eine Runde schwache Heilung. Dann gehen wir weiter drauf. Die Umarmung, Blitz, einfach. Er ist das gleich down. Schlag. Ach, verdammte Axt. Komm, noch irgendwas, dem schnell drüber. Da gibt's nicht, haben wir nix. Scheibengleister. Ach doch, wir haben es geschafft. Ja. Das ist ein ordentlicher Rundumschlag. Verdammt. Keine Zeit mehr gelassen, ihn zu nehmen. Ja, daran muss man sich nicht kümmern. Doch, sollte man sich kümmern. Ein Rundumschlag. Doppelstreich. Beide down. Doch nicht. Ganzen Leuten definitiv mal anerziehen, dass sie automatisch Tränke nehmen. Geschafft, siegreich im Krieg. So, holen wir unsere Leute wieder. Wunderbar, und der wieder Victor hat Duncans Dolch und Duncans Schwert. Sobald wir da genügend Punkte drin haben, werden wir uns diese beiden Waffen natürlich auch nehmen. Und diese benutzen anstelle Duncan. Und da vorne haben wir dann noch irgendwas bei diesem Nekromanten. Ah, Kellen Zell. Das ist das letzte Teil. Ich bete darum, dass wir sie ebenso tapfer tragen wie er. Somit haben wir Kalens Sachen komplett eingesammelt. Und dann begeben wir uns wieder zurück, um ihnen die letzte Ehre zu erweisen. Ich hoffe, auf dem Weg werden wir nicht nochmal angegriffen, aber ich aktiviere mal vorsichtshalber ihr wünscht? Alle Sachen. Und dann auch wieder durch den Tunnel nach oben. Ah, okay, das wird anscheinend übersprungen. So, und in Ehren der beiden müssen wir jetzt halt ihn mal da runterholen, definitiv.
Sie wollten ihn hier einfach so verrotten lassen. Wir müssen etwas unternehmen. Nun, er ist von königlichem Blut und verdient eine Feuerbestattung. Er war ein guter Mann, der sich zu viel erhofft hat und zu jung gestorben ist. Er verdient jedes bisschen Respekt, das wir ihm bezeugen können. Rest in peace, Kanan. Oh. Die einzige, die dagegen war, war Morrigan. Interessant. Macht eigentlich keinen wirklichen Sinn, dass sie da dagegen ist. Aber okay. Wir streiten nicht über die Spiellogik. Ach, da vorne hat sich tatsächlich noch einer von der Brückenschlacht zurückgezogen und ist uns entkommen. Wir machen uns auch noch schnell mit. Aber hallo. Gut, somit Kompanie Abmarsch und wir begeben uns wieder ins Lager. Dort werden wir dann mal noch eine Runde mit Alistair reden müssen. Dieser ist nämlich wahrscheinlich sehr, naja, traurig darüber, was da passiert ist. Und wird das Gespräch suchen. Und bevor wir das dann allerdings tun, sehen wir uns wieder im nächsten Part. Leute, bis dann!